Zum Beginn wird es etwas laut. Unsere vier Burschen werden versuchen, ihre Werkzeugkisten Musik zu entlocken. Wie das geht, lassen Sie sich überraschen. Sie schaut sich ihre körperliche Verfassung im Spiegel an und überlegt, mehr Bauchmuskeltraining zu machen. Sie geht in die Dusche.
Sie rasiert sich die Achselhöhlen, die Beine und ihr Brunnwieserl. Was aus? Sie untersucht im Spiegel ihr Gesicht nach Pickeln und Haare reißt sie mit einer Pinzette aus. Er zieht sich aus und wirft die Wäsche auf einen Haufen. Er läuft nur leicht begleitet ins Bad. Und wenn die Frau vorbeikommt, wackelt er mit dem Schniedel und sagt: Er steigt in die Dusche und wäscht sein Gesicht und seine Achselhöhlen. Die Nase schneuzt er sich mit einer Hand. Die Dusche spült ja alles weg. Er macht Furzgeräusche und lacht sich darüber kaputt, wie laut sie in der Dusche klingen. Die meiste Zeit verwenden Männer dafür, sich seinen Schniedel und seinen Sack zu waschen. Er wäscht sich den Po und lässt seine ausgefallenen Haare an der Seite kleben. Und stellt das Wasser ab. Er steigt aus der Dusche. Er trocknet sich nur leicht ab und führt Selbstgespräche über die Wasserflecken. Noch einmal betrachtet er die Größe seines Schniedels und schätzt ab. Nur mit einem Handtuch um die Hüfte geht er wieder zurück ins Schlafzimmer. Und wenn die Frau wieder vorbeikommt, zieht er schnell das Handtuch weg, wackelt wieder mit dem Schniedel und ruft: So duschen Männer! Applaus, Applaus! Ja, und den Kugelhut, den ich da mitgetragen habe, ja, den habe ich auf die Friedhofsmauer aufgestellt, ja, und dann haben wir das Schuhbandel wieder zugebunden. Ja. Ja. Und wie ich dann den Kugelhut wieder runternehmen wollte, ja, ist einmal über die Friedhofsmauer eingefallen. Geht jetzt auf. Ja, ja, naja, da war ich dann natürlich sehr enttäuscht und hab gejammert. Ja. Mein Gott, na, jetzt liegt er drin. Ja, das hat der Daniel gehört, ja, und wollte mich dressen. Na, das ist lieb. Ja, ja. Hat er zu mir gesagt: Du hast ja nichts an. Für jeden Kind einmal die Zeit. Ja, da liegen ja schon viele drin. Ja. Hab ich gesagt: Ja, aber keiner mit 6 Eiern.
für die Bei Ani zum Sepp gesagt hat. Hörst du, Sepp? Jetzt sind wir schon 50 Jahre verheiratet. Ja, hat der Sepp gesagt. Ja, ja. Hat die Ani gesagt. Ja, mei. Aber einen Sex haben wir auch schon lange keinen mehr gehabt. Ja, hat der Sepp gesagt. Ja, ja. Hat die Ani gesagt. Na ja, wer weiß, wenn wir es nicht wieder einmal probieren. Jesus, hat das wohl der Sepp da ganz nahe schon gesagt. Ja, wie stößt denn dein du das vor? Du weißt doch, dass es mit Reiz hat. Ja, jetzt hat die Ani nachgedacht und dann hat sie eine gute Idee gehabt. Hat sie gesagt, weißt du was? Du legst dich im Bett auf den Bugel und ich setze mich auf dich drauf. Ja. Wie besprochen haben sie das auf die Nacht gemacht. Ja, und in der Früh hat der Sepp dann Dani gefragt, und, bist du noch lang gesessen? Beim Bei unlängst der Mama so Tisch. Ja, du überlässt es recht klar. Ja. Da ist der Hochenohrer gekommen dann, und der ist jetzt nicht mehr da. Der Grey Dominik, der ist reingekommen und hat gesehen, dass in meinem Tisch da drei Kerben eingeritzt waren. Okay. Eine 9 cm, eine 10 cm und eine 11 cm. Ja. Von der Tischkante entfernt. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt hat er Daniela Klierden gefragt, was denn das bedeuten soll. Hm? Ja, jetzt hat sie gesagt, letzte Woche, da waren drei Afrikaner da. Ja, ja. Und die haben ja meine Schwänze gerissen. Ja. Hat der Dominik gesagt, ja, da kann ich locker mithalten und hab gleich die Hosen runtergelassen. Ne? Ja. Hat Daniela gesagt, kannst du ja wieder einbocken, die sind auf der anderen Seite von uns gestanden. Entschuldig bitte sehr. Ja, das macht dann 14 Euro bitte. 14 Euro? Ja, bist du deppert? Wir haben zwei Glasel Leitungswasser gesoffen. Was ist denn da so teuer? Na ja, dann war ich mir mal die zwei Glasel Wasser, ja. Macht 2 Euro. Okay. Fürs Warme kriegt pro Person 1 Euro dazu, weil die Energiepreise sind ja auch gestiegen. Ich meine, und dann noch mindestens 10 Leute ausgerichtet, das kostet bei uns auch einen Zehner. Super. Ja, das macht dann 14 Euro, aber ohne Trippe. Das ist der Deppert, der würde nicht auch noch haben. Also in dem Lokal waren wir zum letzten Mal. Na also! Ja.